Hey, Tag, ne? Willkommen auf der Reise. Ja, ich bin gerade auf dem Weg von Martina in Rottenburg. Auf dem Weg nach Stuttgart. Und ja, dachte mir gerade so, hatte noch jetzt nicht wirklich Videos gemacht, weil, obwohl es jetzt geht, ja, mit diesem tollen neuen Tool, was ich hier habe, so ein Handy, was jetzt auch eine Kamera hat, das auf mich zeigt, wenn ich einfach, ne? Und dann habe ich mir gedacht, oh, ne, muss ja drehen, ne? Ich kann mich daran erinnern, dass der Herr Stefan Raab sich mal irgendwann darüber aufgeregt hat, weil er irgendeinen Clip gezeigt hatte in seiner Show. Das hatte ich irgendwie mitbekommen. Wo er sich darüber aufregte, dass die Leute zu blöd sind, Videos im Querformat zu machen, weil man sie im Fernsehen so schlecht zeigen kann. Ja, und da halt eben, keine Ahnung, ich in der letzten Zeit immer mehr gesehen habe, dass immer mehr Leute ihre Videos einfach im Hochformat machen. Also mit dem Handy machen, mit dem Handy haben wir ja meistens auch Hochformat, ne? Und der Finn das da jetzt auch so macht und ich da die Videos vom Finn sehe und mir denke, so cool, da sind so schwarze Seiten rechts, links, da kann man noch Werbung reinschreiben, ohne dass die stört. Hab ich mir gedacht, scheiße auf den Herrn Raab, Herr Raab, wir kacken große Haufen auf eure Normen. Und euer Querformat. Das hier ist Piratenfernsehen. Wir erlauben uns das einfach. Vielleicht wollen wir diese Videos überhaupt gar nicht im Fernsehen haben. Kann ja auch sein. Ne? Vielleicht wollen wir ja gar nicht, dass das jeder Arsch zeigt. So, oder ne, dann. Also, es geht jetzt nicht an den Herrn Raab persönlich. Ja, und eigentlich habe ich mir ganz anders, ich mache hier ganz andere Sachen gerade, die ich viel interessanter fand. Ich finde meine Frisur so toll, ne? Die hat die Roja mir eben gemacht. Ich habe jetzt zwei so Zöpfchen. So ist so, ne? Ja. Und ich wollte euch mal erzählen, was mir so gerade durch den Kopf geht, weil ich das voll geil finde. Also wer meine Reise so ein bisschen verfolgt hat, ne, der hat ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ich nicht mehr auf Mallorca bin, meine Pearl aber wohl. Und ich hatte ja früher schon erzählt, dass ich auch in der Pearl gewisse Spielchen spiele, die mir helfen, möglichst meinen ganzen Tag bewusst mit Spielen voll zu machen. Ja, dann habe ich halt jetzt, weil die Pearl halt gerade nicht fährt, habe ich eben auch, es wurde mir klar, warum. Und dass ich, wenn ich die jetzt hätte und damit gerade rumfahren würde, wahrscheinlich sowieso alles nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist. Und ich freue mich, ein zweites Loch im Bauch, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ich es einfach geil finde, wie es gerade ist. Und so gehört halt eben auch dazu, dass ich jetzt ein anderes Zuhause habe. Und zwar ist das ein Voyager, ein Chrysler Voyager. Chrysler Voyager. Und er hat so gewisse Spielzeuge, gewisse Tools, die die Pearl nicht hatte. Und die Pearl heißt unter anderem auch Pearl, weil ich da halt eben vor allen Dingen immer wieder Fluch der Karibik drin gespielt habe. Da war ich Captain Jesus Urlauber. Ne? Wichtig war, da hatte ich halt solche Sachen, die ich jetzt hier in diesem Auto auch habe. Nämlich, dass ich mir... Oh, es spricht. Muss man dann immer da sagen, was man will. Ja, kann ich gleich auch noch was zu sagen? Kommentieren, wie ich das mache.
Also, ich habe halt rausgefunden, dass das gerade voll das geile Trainingsauto ist. Und hätte diese ganzen Sachen, die ich eben beobachten konnte, während ich so gefahren bin, bin jetzt so, ja, was sagt der da? Insgesamt hat der Trip jetzt 1020 Kilometer schon am Tacho. Bin dann wie losgefahren, ne? So. So. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt. Sie die Ausfahrt nach 800 Metern. Biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Ja, werde ich tun. Und kann trotzdem weiter erzählen. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann biegen Sie links ab. Jawohl. So, hier steht 80, muss man erfahren. Ne, dann gehen wir hier auf 80 und klick. Haut den Cruiser wieder rein. Den Tempomat. So, jetzt gehe ich aber trotzdem wieder auf manuelle Schaltung und fahre ein bisschen langsamer mal, weil mir die Kurve da ein bisschen zu eng aussieht. Nach 300 Metern biegen Sie links ab. Ja. Simpelst. Das ist noch einfacher als PlayStation spielen. Nur, dass das irgendwie viel geiler ist. So, jetzt muss man da hinten links abbiegen. Das deckt sich mit dem, was ich auf meinem Bildschirm sehe. Da gibt es eine Möglichkeit, links abzubiegen. Also tun wir das. Dazu treten wir die Bremse, weil da eine rote Ampel ist. So, das kann ich zeigen, um euch Folgendes euch zu zeigen. Nämlich das hier. Könnt ihr das erkennen? Erzähle ich euch jetzt zu, wie das kam und wie es dazu gekommen ist, dass mein Auto, von dem ich hier dachte, dass es ein Film weg, muss nachher zusammenschneiden. So, geht's weiter. Ampel grün umgeschlagen. Ja. Also das Ding ist halt, ich bekam dann jetzt dieses Auto hier. Die Chrysler, ein Chrysler Voyager. Und da wusste ich ja nicht so ganz, was das der Name ist. So, ne? Irgendwie wollte es mir den Namen nicht sagen. Also, oder ne, Voyager stand da halt die ganze Zeit. So, ne? Okay, dann war das auch der Voyager im Moment so die ganze Zeit im Sprachgebrauch. Und ich hatte auch den Eindruck, dass dieses Auto eher einen männlichen Charakter hat. So, Mensch, ich gehe mal hier wieder auf 70, kann ich den Cruiser wieder reinhauen. Ja, und dann stand ich da letztens in der Tankstelle und dann steht da vor mir im Regal, im Zeitungenregal, ist da so ein Paket, da steht da Star Trek drauf und ich sehe halt dieses Modell von diesem Raumschiff da drin und dachte mir noch so, die Enterprise ist das aber nicht, ne? Und nehme mir das Paket und gucke da drauf und da steht da Voyager drauf. Ich sage, das darf doch nicht wahr sein. Und für 5 Euro habe ich mir das Ding dann mitgenommen und die haben sich inzwischen sehr bezahlt gemacht. Nachdem ich das Teil da vorne draufgeklebt habe, spiele ich nicht mehr wie in der Pearl Fluch der Karibik, wo ich die ganze Zeit spielerisch wahrnehmen konnte, indem ich zum Beispiel halt eben LKWs nicht mehr als LKWs gesehen habe, sondern Wale und Delfine kamen da vorbei und bla und so. Und dann bin ich die ganze Zeit. Das ist es halt. Man kann seine Wahrnehmung manipulieren. Weil wenn die Medien das können, warum sollen wir das nicht selber auch können? Und durch solche Spielchen habe ich das geschafft, meine Wahrnehmung sehr gut in die Richtung zu manipulieren, dass ich mit ihr klarkomme. Und dieses Spielerische in allem, das gefällt mir halt auch sehr gut. Ich muss hier, sagt der Pfeil, 31 Kilometer jetzt noch der Straße folgen. Wir sind jetzt auf einer langen Straße, runter von der Autobahn eben. Gucken, ob ich jetzt hier auch so viel mit dem Cruiser arbeite, aber schauen wir mal. So, auf der Autobahn hatte ich gewisse Spielregeln, komme ich gleich drauf. Also ich stand da, habe in der Tankstelle da, habe dem Typen, das Paket da abgerissen, wo das Teil drin war. Und dann war da noch so ein Pappbogen, da steckten noch ein paar Hefte drin. Da stand Ausgabe 1, da kann man wahrscheinlich die ganze Flotte irgendwann kaufen. Aber das ist für mich irrelevant. Und der ganze andere Quatsch interessierte mich auch nicht groß, wobei ich gerade eben fast gedacht habe, na, hättest du mal, aber nee, was soll es? Ich
kann mir einfach die Voyager, die Star Trek Voyager Sachen einfach im Internet angucken, um mir da weitere Spielanregungen zu holen. Jedenfalls war das für mich, als ich das gesehen habe, natürlich kein Zufall, sondern ein Zeichen, eine Synchronizität. Und ich wusste, okay, das ist meiner, zumal bei dem Preis habe ich da 5 Euro, wobei ich direkt wusste, dass die da dann stehen wird. Und ich habe mal versucht, einen kleinen Lego Jack Sparrow zu bekommen. Und ich habe ihn nie gekauft, weil die einfach schweineteuer waren. So. Aber das ist halt so, dieses Ding hilft mir die ganze Zeit schon. Ich sehe es die ganze Zeit, wie hier halt eben mein Handy, was ich so im Auge habe, weil es da halt da hängt. Und da halt die Navi, den Rückspiegel, die beiden Außenspiegel und den großen Screen. So, und in der Pearl habe ich das auch schon so gehabt, dass ich sehr gut mir darin vorstellen konnte, dass ich in einem Simulator sitze und gar nicht wirklich Auto fahre. Ich habe halt gespielt, das ist gar nicht echt, ich sitze nur in einem Simulator. In dem Simulator geht es aber in dem Spiel, das ich darin spiele, darum, bei Need for Speed hieß das immer perfekter Abschnitt. Perfekte Abschnitte zu fahren, weil hier gibt es etwas nicht in diesem Spiel, was es bei Need for Speed nämlich gibt, nämlich den No-Damage-Mode. Den gibt es hier nicht. Der Schaden, der entsteht, muss repariert werden, wenn er denn reparabel ist. Also haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen ja möglichst viel Spaß haben. Also ist alles, worauf ich achten muss, diese paar Dinger da, die mir sagen, wo es lang geht, und dann muss ich das einfach machen. Und dass ich nirgendwo gegenfahre. So simpel ist das. Und dazu kann ich mir hier um dieses Auto auch halt eben, das ist es jetzt halt eben, ich habe hier eben, ich darf euch vorstellen, die Voyager, also doch ein Mädel, fühlt sich auch jetzt irgendwo so, dann stimme ich an. Und ja, der habe ich halt auch einfach einen Energieschirm drum manifestiert, indem ich ihn visualisiere. Der ist da, ich sehe den da vorne. Das ist die Sichtlinie plus 1 Meter ungefähr. Und mit der Linie will ich schon niemanden berühren. Bleib schon stehen, bevor das passiert. Außer ich parke gerade dicht an oder so. Das ist was anderes. Aber beim Fahren halt so. Und so spiele ich die ganze Zeit. Das ist, ne, ich habe so bei dem, was ich mache, nun mal eben einfach keine Zeit. Würde es sich für mich nicht lohnen, mir eine Spielkonsole zu kaufen, um die Kopfkonsole zu trainieren. Sondern ich kann auch das tatsächlich einfach im Real Life machen. Und das ist halt eben das, worum es beim Online Gaming geht, wobei halt eben auch für die Nicht-Gamer, die Leute, die wie ich eigentlich überhaupt gar nicht so wahnsinnig viel Computerspiele zocken, aber halt eben sehr wohl die Technologien, die uns mit dem durch das Internet gegeben sind, halt eben sehr nutze und ein User bin auf jeden Fall, aber im Real Life halt bin ich voll der Zocker, aber deswegen brauche ich halt eben das Zocken auf den digitalen Konsolen nicht und also auf diesen herkömmlichen, diesen komischen hier Xbox und Playstation Kappes, wo man nur ein Spiel gleichzeitig reinladen kann, das ist ein Witz. Ja, dann kam mir halt also, ne, ich spiele halt jetzt Voyager, ne, und habe halt eben dann auch schon festgelegt, gewisse Spielregeln, gewisse Sachen oder rausgefunden. Ne, das Ding ist halt, das Schöne ist, dass der Voyager, der Voyager als Baumodell, aber diese Voyager hier halt eben auch, den Tempomaten hat, mit dem man auf einer bestimmten Geschwindigkeit, so wie jetzt 80, aktiviere ich den Tempomaten, und wenn ich auf 80 bin und bleiben will, drücke ich einfach einen Knopf, kann den Fuß vom Gas nehmen und brauche mich gerade ums Tempo schon mal nicht mehr zu kümmern. Als ich vor 2-3 Tagen das erste Mal nach Deutschland reinkam, nach 2 Jahren,
Und vorher schön gemütlich mit 120 Sachen auf der österreichischen Autobahn da gefahren bin. Und dann halt nach Deutschland merkst du sofort, du kommst nach Deutschland rein. Ich sehe rechts das Schild Bundesrepublik Deutschland, gucke auf die Uhr, 0.20 Uhr rum, war ich dann nach 2 Jahren das erste Mal wieder da. Und das erste, was passiert, ist, mit 3 grelle Scheinwerfer mitten in die Fresse strahlen. So, aua, tut weh. Nachts ist, ich meine, willkommen Deutschland, du Blender. Also ich muss mich wirklich noch dran gewöhnen. Ich hatte wirklich erstmal 2 Jahre überhaupt gar keinen Bock mehr, hier überhaupt herzukommen. Aber ich merke schon, dass es seine Gründe hat, warum ich eben doch hier bin. Und so langsam kann ich mich auch dran gewöhnen und damit anfreunden. Das passt schon. Aber das nächste, was dann halt eben nach dieser schönen Fahrt in Österreich halt so, jetzt steht da 70. Das heißt, ich muss einfach ein bisschen runterbremsen. Bei 70 klackt. Den Cruiser wieder rein und Knopf drücken. Knöpfe drücken ist auch was im Real Life simpler aussieht, als es erscheint. Komme ich dann später noch zu einem anderen Video oder demnächst auf meinen Vorträgen oder was weiß ich was. Bin ja gerade auf dem Weg quasi zu einem, dann werde ich da bestimmt auch drüber reden. War mal stehen geblieben, keine Ahnung, ist egal. Ich plapper hier gerade sowieso einfach nur meine Gedanken raus. Und wer sie inspirierend findet, kann sich da halt eben mitnehmen, was er will. Tunnel. Und wer keine Inspiration drin findet, der kann einfach das Video ausmachen. Sich nicht weiter darüber aufregen, was er bis hier geguckt hat. Und einfach andere Dinge angucken, die er inspirierend findet. Aber für alle Online-Gamer, vor allem die das Buch 2020, die neue Erde, Nathans Erlebnisbericht, den ich aufschreiben durfte, gelesen haben. Könnte das ein oder andere, was ich hier vom Stapel lasse, doch relativ interessant sein. Und für die habe ich eben einfach diesen Knopf gedrückt und für uns alle spreche ich das gerade aus. So. Ne? So sieht das aus. So, da ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Wie im Starlight Express. So, hier kann ich mal ein bisschen hochschalten. Ne, jetzt wird gerade die Voyager manuell geflogen. Gibt's so. Ja. Also, ich kam dann von Österreich nach Deutschland rein und nachdem ich dann erstmal dick geblendet wurde, wie jetzt hier von der Sonne auch, aber das ist völlig anders. Das kommt nicht so plötzlich, so push. Habe ich dann halt gemerkt, dass ein immenser Unterschied zu dem Fahren in Österreich auf der Autobahn da war. Nicht nur, weil man da keine Vignette braucht, sondern vor allen Dingen, weil man da permanent runtergebremst wird. Also da habe ich dann latent schon angefangen, mich aufzuregen darüber. War dann aber zum Glück, bevor ich mich das wirklich da ausreichend hätte reinsteigern können, dann schon am Ziel letztendlich. Waren ja nur so 200 Kilometer. Und dann habe ich heute halt eben rausgefunden, wie ich damit umgehen kann. Dass es halt völlig scheißegal ist. So, das gehört, da habe ich jetzt ein Spiel draus gemacht. Wenn diese Dinger dann kommen, dann geht es bei mir darum, einfach zu gucken. Und dann ist es Teil des Spiels. Dann ist es nicht mehr, worüber ich mich irgendwas aufrege. Wenn da 80 steht, entsprechend alles zu tun, damit ich an dem Schild, wo 80 steht, auf 80 bin und den Knopf für den Cruiser wieder setzen kann. Schönes Spielzeug. Braucht man aber nicht, um es im Auto, um diese Art von Fahren, bei der ich mich gerade voll auf den Verkehr konzentrieren kann, deswegen nicht so ganz unbedingt auf das, was ich sage, deswegen entschuldigt bitte da, weil das gerade das Nachrangige ist, das gerade quasi das interne Radioprogramm. Aber das könnt ihr jeden Tag, wenn ihr mit dem Auto fahrt, könnt ihr trainieren.
wahrzunehmen, wie in einem Simulator zu sitzen, der an Ort und Stelle steht. Das ist nämlich auch das Ding. Dieses Modell steht da, an Ort und Stelle, in der Mitte vom Bildschirm. Genau so kann ich mir das mit der Pearl vorstellen. Konnte ich mir das schon mit der Pearl vorstellen. Kann mir das jetzt mit der Voyager, in der ich sitze, vorstellen, dass die sich eigentlich gar nicht bewegt, sondern nur das perfekt simuliert wird, wie in einem guten Simulator. Und genauso kann ich mir das halt in meiner eigenen Perspektive gerade in einer 3, ich gehe einfach noch einen Schritt weiter und weiß, dass ich im Hier und Jetzt sitze und durch das, was ich Bauchi nenne, das wahrnehme, was auf Bauchis Bildschirm erscheint. Wenn ich reingucke, wischt das einfach nur da rein, wie auf einem Computerbildschirm auch. Wenn man da hochguckt, dann rutscht nicht der... Dann bewegt sich der Monitor nicht, der Fernseher nicht von der Xbox oder Playstation oder vom Computer, sondern dann rutscht das Bild da rein. Und das ist bei mir auch. Das ist nur so perfekt simuliert, dass das wie echt irgendwie, also man wirklich meint, man steht da gerade in dieser virtuellen Welt, die so völlig real um uns alle herum existiert, weil sie genau dazu da ist, nämlich alles, was erlebt werden will, auch real existierbar oder existierend zu machen, wahrnehmbar zu machen. So, zum zweiten Gang einlegen, Kupplung treten, ja, das haben wir schon in der Fahrschule gelernt, das geht eigentlich wie im Schlaf, aber im Moment wird man dann gleich voll Konzentration auf diese Dinge. Gerade, ich bekomme gerade einfach alles sehr genau und bewusst mit, was ich tue, und bin gerade mit nichts anderem beschäftigt, als mit dem Punkt da auf der Straße und zu gucken, dass ich zwischendurch hier gucke, wo ich langfahren muss. Einfach gucke, dass der, wie wenn ich Need for Speed oder irgendein anderes Rennspiel zocke, ich mache das meistens am liebsten aus der Stoßstangenperspektive, also mit der Stoßstangenkamera. Und dann ist letztendlich alles, was man dabei tun muss, einfach nur nicht davor das Auto zu gucken, sondern wo geht's hin? Da sehe ich jetzt da hinten immer ans Ende der Straße gucken. Habe ich vom Heini gelernt. Der hat mir das so, ich sage, wie macht der das? Also, ich muss einfach auf das Ende der Straße gucken. Da geht's hin. Und da, dann zieht dein Arm automatisch von alleine nach und du brauchst gar nichts mehr wirklich zu machen, weil es geschieht. Probiert's einfach selber mal aus. Das ist eine coole Sache. Ich bin schon im 5. ab 100 und kann den hier drücken. Könnt ihr nicht sehen, weil ich ein Bein nicht hoch genug bekomme, aber ich fahre gerade ohne Gas zu geben weiter. Weil das Auto das selber macht. Coole Sache. Wollte ich immer mal haben, wollte ich mir auch in die Pearl schon einbauen lassen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem nie angefangen, Star Trek Voyager zu spielen. Und wären hier auf so Sachen gekommen wie 120 als meine, schön mit ungefähr 2.500 Touren, gemütliche Reisegeschwindigkeit, mit der ich gut parat komme, weil das häufigste Schild, was mir bisher begegnet ist, auf der Autobahn zumindest, 120 war. Also habe ich 120 als meine Reisegeschwindigkeit abgesteckt und die einfach Warp-Geschwindigkeit genannt. Und in dem Moment, wo ich das getan habe, fährt zu wie zur Bestätigung ein Auto an mir vorbei, überholt mich und da steht da Warp 120 drauf auf dem Nummernschild. Da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Aber ja, genau das ist das. Dieses Ding läuft gerade. Ne? Ist nicht so, als könnte man anfangen, die Kopfkonsole zu benutzen. Im Prinzip, weil man das halt eben permanent tut. Man kann nur anfangen, das bewusst zu tun. Und ja, weil ich das getan habe und gerade halt eben im Spielmodus bin, kann ich daraus gerade einfach mal berichten, was passiert und wie ich das so wahrnehme und so. Ne? So, und ich kann dabei immer noch auch andere Spiele spielen. Definitiv eins, was mir in der Pearl sehr gut geholfen hat, vor allen Dingen in den 10 Monaten, in denen ich die halt eben unversichert gefahren bin, nämlich mit terranischen Nummernschildern. Und ich sage direkt, ne, ich war unversichert, aber ich bin gesichert gefahren, weil ich ein Netzwerk habe, was im Notfall in der Lage
definitiv gewesen wäre, jeden von mir verursachten Schaden zu beheben. Und bin dadurch aber, weil ich das ja gar nicht, ich wollte das ja gar nicht, ne? Ich wollte ja gar nicht irgendwen aus dem Netzwerk damit belangen müssen, von mir angerichteten Schaden zu beheben. Und so habe ich den Unterschied zwischen versichertem und sicherem Fahren überhaupt erstmal kennengelernt, weil ich gemerkt habe, wenn es da kein Netz und doppelten Boden gibt und niemand da steht, der sagt, ja, wenn du Scheiße baust, dann kommen wir dafür auf, aber dafür musst du monatlich zahlen, wirklich, also keine Ahnung, ich setze mich dann nicht, wenn ich zu viel getrunken habe und auch nur ein kleines bisschen zu viel getrunken habe oder sonst irgendwas, hinters Steuer. Und ich setze mich auch nicht hinters Steuer, wenn ich mich gerade tierisch über irgendwas aufrege, wenn ich sauer auf was bin und gerade irgendwie, also früher habe ich mich wirklich auch zum Abreagieren ins Auto gesetzt. Da kann ich heute nur sagen, was für eine verdammte tickende Zeitbombe war ich da. Ja, und da gab es auch Unfälle zu der Zeit, auch von mir verursachte. Weil ich überhaupt gar nicht bei der Sache war, weil ich mit irgendwas anderem mische. Netter Popo. Hui. Ah, das finde ich auch schön, ne? Wie einen so solche Sachen im Hier und Jetzt einfach mal aus dem Konzept reißen können. Hast du schon wieder den Faden verloren, aber ich bereue es nicht mehr. Ne? Gerade diesen schönen Popo einfach genießen zu können, war es mir definitiv wert, gerade schon wieder nicht mehr zu wissen, wo ich gerade dran war. Und ich finde es völlig okay so. Ne, das ist halt hier, ne, auch, ja, ist halt auch was, was der Herr Raab bemängeln könnte. Haltet euch doch mal ans Drehbuch, verdammte Hacke. Nee, tu mal nicht. Nee. Macht ihr mal euer Fernsehen, wir machen unseres. Und in unserem geht es darum, zu erzählen und laut zu sagen, was wir wirklich denken. Und was uns wirklich bewegt. Und nicht, was andere Leute für tolle Sachen machen, sondern was mir selbst so gerade für tolle Sachen machen. Ich finde das, ich fand das gerade so toll. Ich war da gerade so über Stunden so begeistert von diesem Spiel, dass ich mir gesagt habe, alles klar, das spiele ich auf jeden Fall weiter und mache dieses Video, um mal zu gucken, wenn ich Lust habe, mitzuspielen. Und dann lerne ich im Koop-Modus auch Erfahrungsaustausch zu betreiben. Und dann kann ich halt nämlich auch zum Beispiel so Sachen anbieten wie Trainingsfahrten, muss ich noch gucken, wie ich das mache, aber dass ihr mich zum Beispiel dann halt auch buchen könnt, einfach für einen Tag, wo ich mit euch dann halt eben mit diesem Trainingsauto einfach mal einen Tag wohin auch immer fahren, oder meinetwegen zwei oder drei, müsst ihr dann wissen, also ich werde, das wird auf jeden Fall auch wieder was sein, was ich ein bisschen teurer anbiete, weil das keiner wirklich braucht, aber gewissen Leuten, denen es möglich ist, es zu bezahlen, halt eben es zu machen, so wie bei jedem Seminar, der was kostet, wo es dann auch Leute gibt, die das nicht bezahlen können, für die ist das dann in dem Moment halt nichts. Und mir geht es halt darum, Projektgelder zusammenzubekommen, und letztendlich haben auf die Weise alle was davon, werde ich mir noch überlegen, was mich das kosten lasse. Aber dann gehöre ich halt auch jeweils einen Tag euch. 250 € pro Tag gehen mir da durch den Kopf. Ja, für jemanden, der normalerweise für 100 € die Stunde arbeitet und tätowiert und so, ist das, glaube ich, noch nicht mal ein schlechter Preis, aber der klingt gerade. So weit um den Dreh rum. Da, 1,9 der Diesel da jetzt. Ja, ist auch wieder billig. Schön, gefällt uns. Ja, und habe den Faden von eben wieder gefunden, der vom Popo weggerissen wurde. Sicheres Fahren ist halt wirklich so, dadurch, dass ich gerade mit nichts anderem beschäftigt bin, als mit dem, was auf der Straße passiert, und dabei nebenher auch noch so ein bisschen quatschen kann, sehe ich einfach, was passiert. Ich sehe, was um mich, ich fahre nicht vorsichtig, ich fahre umsichtig. Ich bekomme das einfach alles mit. Und manchmal
Es ist auch nur ein Impuls, den ich mitbekomme und teilweise sogar erst, als ich ihm, wenn ich ihm in Echtzeit folge und einem Impuls rechts oder links rüber zu fahren folge und dann 2 Sekunden später irgendwas an mir vorbeischießt und ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Wo kam das her? Ja, kann ich euch sagen, aus dem Flow. So, und so kann man halt eben auch surfen lernen auf den Wellen der Dinge, die da kommen und gehen. Und ich habe seitdem keinen Unfall mehr gebaut. Ich fahre überhaupt insgesamt inzwischen seit knapp 15 Jahren unfallfrei, aber ja, ich bin in den letzten Jahren weit entfernt gewesen von irgendwelchen Unfällen. Weil ich halt auch schon in der letzten Zeit, halt in den letzten Jahren auch die Pearl, wenn ich sie nicht auf terranischen Nummernschildern gefahren habe, eben auf andere Leute angemeldet hatte und ich eigentlich genauso wenig, wie ich mein Terranier-Netzwerk belasten möchte, aber wenn es nötig ist, weiß, dass ich es kann, die Leute auch nicht damit beschäftigen wollten, sich jetzt da mit einer Versicherung auseinandersetzen zu müssen, bloß weil sie mir geholfen haben, mein Auto anzumelden. Also war mir das da schon. Das war eigentlich für mich eine reine Formsache. Aber für mich war immer klar, dass ich die Versicherung überhaupt gar nicht nutzen will. Dass ich das überhaupt gar nicht brauche. Weil ich eben umsichtig fahre und mir solche Sachen seitdem einfach nicht mehr passieren. Ja, kann man sich mal Gedanken darüber machen, weil es, also für mich war das schon, hat definitiv auch was geändert an nicht nur meinem Fahrstil. Und ich fahre halt eben gemütlich gerne. Und da hat mir das, deswegen bin ich da überhaupt drauf gekommen eben, ein anderes Spiel, was ich auch immer wieder spiele. Ich hatte halt eben in der Zwischenzeit, wo ich mit der Pearl unterwegs war, immer wieder auch mal die Transporter-Filme geguckt, in denen Jason Statham halt eben einen Driver spielt, der vor allen Dingen deswegen gebucht wird, weil der nicht möglichst schnell am Ziel ist, sondern vor allen Dingen möglichst sicher. Und das garantiert er. Und nicht, dass er schnell da ist, sondern das Paket sicher abliefern kann. Er hat zwar ein Auto, mit dem er sehr schnell fahren kann und ist auch dadurch, dass er sehr gut trainiert ist, kann der auch schnell fahren, aber mitunter tut er das ja eben auch gar nicht. Ne? Ist ja nicht so wie bei Taxi Taxi, der Typ, der offensichtlich gar kein Gaspedal hat, sondern einfach einen Knopf, Gas, nicht Gas. Ja, und keine Ahnung, also das ist halt eben für mich eine sehr coole Sache, mit der ich halt eben über Stunden am Tag, weil ich halt eben mal eben Stunden am Tag mitunter im Auto sitze, spielen trainieren kann, während ich im Auto sitze. Ich bin im Spielsimulator hier. Ich muss mich da einfach nur drin wahrnehmen. Mir muss einfach egal werden, was irgendjemand anders sagt. Und dann, für mich ist das dann real. In meinem Kopf ist das real. Völlig real. Und das kann, wer will, für sich genauso installieren, indem man einfach mal drauf scheißt, was irgendwelche Leute um ihn herum sagen, von wegen, was real ist und was nicht. In unseren Köpfen ist alles real. So real, dass wir uns an alles erinnern können. Zwar nicht immer bewusst und nicht immer unbedingt dann, wenn wir das wollen oder denken, wir müssten das jetzt, aber keine Erinnerung und nichts, was wahrgenommen wurde, geht hier verloren. Es ist alles da. Es ist beweisbar dadurch, dass man das durch Hypnosen eben doch rausfinden kann. Ja. So ist das. Wollte ich mal mit euch teilen. Könnt mir ja mal, wenn ihr wollt, ein paar Erfahrungsberichte und so selber mal ein paar Antwortvideos machen oder so. Ansonsten eure Gedanken einfach unten in die Kommentare setzen. Ich werde da alles ignorieren bis löschen, was nichts mit dem Videoinhalt zu tun hat. Oder wieder unter die Gürtellinie geht, aber das brauche ich nicht mehr zu sagen, das ist ja eh schon
Fischi, Fischi, Fischi. Auch so ein Spiel, was ich vor 3 Jahren entwickelt habe, um mir meine Trolle aus der Wahrnehmung zu schaffen. Sehr effektives Ding. Sehr, sehr cool. Und dann brauchen wir auch nichts weiter zu machen, als sich das zu erlauben, Leute einfach zu blockieren, die einem nicht in Kram passen und deren Kritik für mich nun mal einfach gerade eventuell überhaupt gar nicht konstruktiv sein kann. Weil wenn ich bestimmte Dinge erleben will, dann muss ich die Dinge auf bestimmte Art und Weise sehen und auch machen. Und ich setze hier immer alles nur öffentlich, um zu inspirieren und nicht, weil ich irgendjemandem sage, was er zu tun und zu lassen hat. Und ja, dann ist das tatsächlich so, dass ich teilweise überhaupt gar nicht kritikfähig bin, weil ich diese Gedanken gerade einfach nicht hören will, weil ich weiß, dass sie mir das schwerer machen, mein Spiel so zu spielen, wie ich das gerade will. Ne? So simpel ist das. Das ist völlig okay so. Ich muss mir nicht alles von jedem reinziehen. Und erst recht nicht von denen, die darauf pochen, mir ihre Kritik mitten ins Gesicht schlagen zu dürfen. Auch ein Spiel. So, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich will meine Ruhe haben. Ich lasse auch möglichst jedem seine Ruhe. Sei denn, jemand steht jemandem auf dem Fuß und hört das Schreien nicht. Dann kann es sein, dass ich mal irgendwo gerade sei, kannst du deine Ruhe da einen Meter weiter ausüben? Weil du sorgst hier gerade für Unruhe. Und manchmal kann man selbst das nicht und dann geht man einfach selber. Ist auch nicht so schlimm. Jeder fährt halt seinen Film, ne? Ja, so ist das. Und so bin ich sehr dankbar für alles, was in diesem Jahr so passiert ist. Sehr dankbar, und zwar für alles. Und jedem, dem er dabei geholfen hat. Auch wenn dabei die Leute teilweise nicht unbedingt dachten, dass sie mir helfen. Oder nicht unbedingt, dass eine freundliche Geste zu sehen gewesen wäre. Den Computer vermisse ich zum Beispiel immer noch, weil mir jemand kaputt gemacht hat, aber auch das war eine Hilfe. Oh nein, scheiße, Moment, das ist jetzt ein 500 Metern. Alles klar. 400 Metern biegen Sie rechts ab, dann biegen Sie die zweite rechts ab. Ja. So, und jetzt sind es nur noch knapp 20 Kilometer, bis ich da bin, wo ich hin will. Und dann schaue ich, dass ich da mal das Video hier zusammenschneide und hochlade. Und bis dahin, wo wir uns wiedersehen, wünsche ich euch alles Gute aus der Voyager. Und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß am Leben habt wie ich, Mann. Rock'n'Roll, das ist erst die zweite Hälfte von 2015. Wir sind mittendrin. Das ist schon eine geile Zeit und scheint eine noch viel geilere zu werden. Auch wenn das Wetter jetzt nicht mehr so heiß ist, aber dann wird es ja auch angenehmer. Wir hören uns. Bis bald.